So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Am Montag war Raid-Boss-Wechsel auf Arktos. Aber ich hatte Wichtigeres zu tun. GoFest-Videos schneiden zum Beispiel und raushauen. Jetzt ist Mittwoch. Hannes kommt heute mit dem Zug. Da möchte ich den Community-Raid nachholen, damit wenigstens Hannes im Video dabei ist und das lustiger aussieht. Wann das online kommt, weiß ich nicht. Vielleicht am Samstag, wenn wir am Geburtstagswochenende sind, mit der Community an der Werra übernachten und alles andere. Da drüben sehe ich schon einen Hannes, ne? Wenn ich es mal rumdrehe, das ist Hannes. Da wollen wir jetzt hin und Hallo sagen, weil der schafft es nicht bis hierher, also müssen wir ihn abholen. Guten Morgen. Hallo Hannes. Erstmal so und dann so, genau. Ach, du bist ja, ach, ist ja wieder kuschelig. Der kommt gleich an und bam. Was haben wir hier? Ja. Ich habe gehört, Hannes hat Begrüßungsbier mitgebracht, weil das ja irgendwie immer Tradition sein soll. Oktoberfest-Bier, dann hier sein bekanntes Feldbett, hier eine ganze Reisetasche, ja. Hier sein Rucksack und hier sein T-Shirt. Hannes und ein T-Shirt, ne? Seltener Anblick. Wir müssen auch noch was einkaufen. Wir müssen auch mal nach einem Raid gucken. Was er jetzt macht, weiß ich nicht, aber wenn wir einen Arktos finden, wir warten so lange jetzt, hier in der Nähe, bis wir einen Arktos gefunden haben. Denn da drüben ist der englische Garten, da sind Enten, da sind Schwäne, da ist alles, da ist Natur, da ist übelst chillig. Und da warten wir jetzt auf den Raid. Hast du da jetzt noch was? Ein kleines vorgezogenes, gepostetes Geschenk. Vorgezogen? Ja. Gut, dann nehmen wir es, aber wir zeigen es nicht, weil wir erst im Geburtstags-Unboxing zeigen dürfen, was es zum Geburtstag gab. Für den kleinen Jonas Habanero. Was aber nichts bringt, weil wahrscheinlich das eine Badehose ist. Und wenn ich die erst nach dem Geburtstag dann auspacke und zeige, dann ist ja schon vorbei. Was ist das? Hausschuhe oder Hausschuhe was? Für den kleinen Jonas. Die sind ja viel zu groß. Ich weiß noch. Da kann er ja drin schlafen. Das sieht aus wie... Ah! Das sieht aus wie ein Bett für einen Adi. Ja. So. Bitte Kuscheltiere, der schüttelt mit dem Kopf. Nein. Komm, dann wirf's wenigstens weg. Johannes, er hat Angst vor deinen großen, bösen Hunden. Oh Gott. Und die Inferno Flame. Was man damit macht, weiß ich nicht, aber das ist ja, da ist ja gar nichts drin, Hannes. Das hätte ich mir jetzt aber besser vorgestellt. Ja, das sind. Ja, die können wir bestimmt auch irgendwann testen. Was ich mit der Hose mache, weiß ich noch nicht. Da müssen wir mal privat drüber reden. Aber jetzt suchen wir mal einen Arktos Raid. Grüße an die bösen Hunde. Guck mal, wie traurig die jetzt sind. Das war eine schwere Geburt, Hannes. Ich sag's dir. Egal. So, der Hannes hat den ganzen Kofferraum vollgepackt mit seinen Chaisen. Das heißt, der Kinderwagen geht gar nicht mehr rein. Aber er hat noch was für Pupsi dabei. Eine Kinderriegel-Sammeltasse in der Art Edition. Letztens habe ich erst 50 Tassen weggeschmissen, weil wir keinen Platz im Schrank haben. Aber das ist ja so ein Bottich, Hannes. Da kannst du ja Samyang-Nudeln draus essen. Da kannst du hier eine ganze 10-Liter-Dose Hühnerbrühe reinfüllen. Kinderriegel dabei und eine Sammeltasse für Pupsi. Da freut es sich. Jetzt müssen wir immer noch 10 Jahre warten, bis der Raid anfängt. So, auf dem Weg zum Raid sind wir jetzt in der Apotheke vorbeigekommen. Hier stehen einfach so Probebäckchen hier von Orangensaft. Nee, es ist natürlich Magnesium aus dem Spender. Gönnt euch. Hannes hat eh Kopfschmerzen, deswegen. Hannes, Prost. Prost. Gönn dir. So, wir kamen auf die glorreiche Idee, uns noch schnell eine Bratwurst zu holen. Jetzt ist aber das Problem, hier gibt es immer zwei Stände, nämlich den linken und den rechten. Pupsi holt sich immer links. Ich habe gefragt, wieso holst du nicht rechts? Hat sie gesagt, weiß ich auch nicht. Was ist der Unterschied? Weiß ich auch nicht. Mit Hannes kannst du den Spaß machen. Er holt sich zwei links, ich hole mir zwei rechts. Und dann tauschen wir eine und dann habe ich eine links und eine rechts. Versteht ihr? Das ist genial. Das machen wir jetzt. So, das sind jetzt hier die zwei vom Hannes. Die sind also aus 30-Acker direkt. Ne? Und die neben von mir, vom rechten Stand, sind aus der Privatbrauerei, wollte ich jetzt sagen, aus der Privatfleischerei Greiner. Die gibt es direkt hier in Meiningen. 30-Acker ist ja ein bisschen... Jetzt müssen wir noch duggeln. Was? Wir duggeln jetzt und dann essen wir die. Aber wie die schmecken, sagen wir euch erst nach dem Raid. So, das ist der Fischknabenbrunnen. Wir haben es noch rechtzeitig geschafft. Zur Arena, zum Raid. Da tröpfelt das Wasser rein. Jonas hat auch was davon, weil er kriegt immer hier ein Stück vom Brötchen. Das ist perfekt. Marie haben wir verloren oder ausgesetzt. Man weiß es nicht genau. Welche Wurst besser geschmeckt hat, wie gesagt, nach dem Raid. So, da ist der Raid auf. Da ist das Arktos. Ich zeige euch gleich die Raid-Gruppe, wen wir einladen. Zwischendurch
gibt es wieder Brötchen, dann gibt es eine Konterliste, dann gibt es alles Mögliche. Du kannst übrigens auch einladen, Hannes, wenn du möchtest. Ich habe nur drei Leute. Creeper, Henry, Wurex kann ich jetzt einladen. Ansonsten, wer ist online? Nehmen wir mal hier Prinzessin und ab ins Tierheim. So, jetzt gibt es ein bisschen Brötchen. Baby. Baby muss nämlich auch gleich Mittagsschlaf machen. Also lade ich hier drüben mal ein, hier Andy Project, Ayaka, Basti One, Bisa-Fan Enzo und Bowling Ball. Wenn ich jetzt hier rausgehe in die Raid-Gruppe, müsste man wieder mal sehen, in der Raid-Gruppe poste ich ja immer meinen täglichen Raid. Jetzt müssen wir nur bis runter. Da ist wieder der Arctos Raid gepostet mit Uhrzeit, mit Koordinaten, mit Startzeit, mit Trainername, mit Trainercode, alles drum und dran. Wenn ihr also noch nicht in der Raid-Gruppe seid, dann drückt halt mal auf den Link in der Beschreibung. Da könnt ihr eure eigenen Raids posten und Leute suchen, die sich einladen lassen. Ihr könnt natürlich auch, wenn Raids gepostet werden, von mir zum Beispiel, damit dabei sein. Oder so kommt ihr an meinen Trainercode, weil viele immer sagen, kann man nicht adden. Wie ist sein Trainercode? Ansonsten, was gibt's noch? Die Konterliste haben wir noch gar nicht gezeigt. Da müssen wir auf YouTube. Mein YouTube hier oben, da haben wir hier irgendwo den Community-Tab. Im Community-Tab müsste eine Konterliste irgendwo sein. Das Ding ist Eis und Flug. Ihr nehmt also am besten Elektro, Feuer, Stahl oder Gestein. Am besten aber Gestein, weil Gestein ist gegen Eis und Gestein ist gegen Flug. Also doppelt effektiv. 1743, 21, 79 sind die 100er-Werte. Und es kann natürlich shiny sein, weil beim allerersten Hyperbonus damals, den es gab nach einem Go-Fest, gab es einen Raid Day mit Arctos, wo das shiny eingeführt wurde. Dann gab es einen Raid Day mit Zapdos, wo das shiny eingeführt wurde. Und es gab einen Raid Day mit Lavados, wo das shiny eingeführt wurde. Jetzt rauskommen. Kommst du wieder drauf auf die Arena? Nein, nein, weil ich noch gar nicht drin war. Du warst noch nicht drin? Ich hab's komplett rausgekommen. Also macht es jetzt eine neue Lobby auf, wenn du jetzt deinen Pass da einwirfst. Ja, also alle, die sich eingetragen haben, um mit Hannes zu interagieren, die werden jetzt enttäuscht sein, weil der wurde rausgehauen. Das tut mir aber leid, Hannes. Ja, mei. Jetzt habe ich extra auf heute gewartet, dass ich mit dir den Raid machen kann und nicht alleine den Community Raid machen muss. Aber mir ist doch egal, ob du im Raid drin bist. Hauptsache, du sitzt auf der Bank neben mir und ich sitze nicht alleine hier. Das ist doch alles, was ich wollte. Da ist mir doch schon mal geholfen. Ihr greift jetzt mit Stahl an. Das ist mein Nekrotz mal mit 4613. Eins der wenigen Pokémon auf Level 50, die ich habe. Dank dem Raid-Ticket, dank dem Go-Fest-Ticket, was ich hatte. Beim Go-Fest. So, dazu kam aber, oder kommt auch ein Video, wie ich die Nekrotz mal überhaupt dann fusioniert habe, damit man das auch mal sieht. Opa. 100er Wert habe ich mir eh nicht gemerkt. Ich gucke jetzt einfach, was von den beiden hier das meiste hat. So, hier Hammer. Im Wald 1728 und 1694. Ich glaube 1748 oder sowas. Hätte das 100er sein müssen. Das ist also weit davon entfernt und ich muss sagen, ich hasse Vögel, weil die fliegen immer hoch, du musst da hochschießen, dann kommen die wieder runter, dann greifen die so an, die sind immer so hektisch, obwohl ich glaube, Arctos macht gerade einen ganz chilligen, wahrscheinlich weil das ein Eisvogel ist, ist der cool drauf, Lavados oder so, ist auf jeden Fall deutlich hektischer, macht mehr Faxen. Zapdos ist auch so eine Flitzpiepe, also da weiß ich auch nie, wie man am besten wirft, wann man wirft. Mal ist er näher dran, mal ist er weiter weg, dann fliegt er gerade wieder hoch, dann fliegt er gerade wieder runter. Jetzt ist er aber drin und ist natürlich schlecht. Es ist auch das leichteste und das kleinste, 2 Sterne mit 13, 10 und 11. So, das war der Community Raid mit Hannes. Das ist Hannes, den man hier sieht, der gar nicht mitgemacht hat. Nee. Das ist Jonas mit seinem Restbrötchen von der Bratwurst. Du machst jetzt Mittagsschlaf, du wirst jetzt runtergestellt und dann wird rumgelaufen, bis du einschläfst. So.
Ansonsten Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Kommt nach Meining, besucht den Fischknabenbrunnen, holt euch eine Bratwurst. Ach so, was war die beste Bratwurst? Die eine war wärmer, die andere war kälter. Die eine hatte mehr Geschmack, die andere hatte weniger Geschmack. War aber irgendwie saftiger, die andere dann dafür ein bisschen trockener. Die eine hatte einen weichen Semmel, die andere hatte einen härteren Semmel. Das eine war wie so Bäckersemmel, das andere war einfach nur ein Semmelsemmel. Ich finde, man muss sich beide holen und beide essen und dann hast du das ultimative Geschmackserlebnis. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.